So, bei der nächsten Aufgabe, Aufgabe 2, fällt wieder Licht auf eine Fotozelle und man führt wieder die Gegenfeldmethode oder Gegenspannungsmethode durch. Das heißt, wir haben hier wieder ein Metall. Ich frage mich, warum eigentlich gerade mein Tablet hängt. Muss hier mal kurz pausieren. So, ich hoffe, jetzt läuft es besser. Gut, dann werden hier wieder Elektronen ausgelöst. Die fliegen hier rüber, auch trotz der Gegenspannung. Aber man dreht die Gegenspannung immer weiter nach oben, bis irgendwann der Photostrom 0 Ampere beträgt. Das heißt, bis irgendwann kein Elektron mehr von rechts nach links fliegt. Dadurch haben wir ja gesehen, kann man die kinetische und elektrische Energie der Elektronen bestimmen und das hat man jetzt hier gemacht. Die kinetische Energie und damit dann natürlich auch die elektrische Energie der Elektronen beträgt 0,7 Elektronenvolt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Elektronenvolt, was soll denn das überhaupt für eine Einheit sein? Die benutzt man ganz oft, wenn man über Elektronen spricht, klar, Elektronenvolt, kommt da ja im Namen schon drin vor. Und zwar deshalb, wenn wir die elektrische Energie berechnen, berechnen wir ja E mal U. Und dieses E ist immer gleich. Das sind 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Und dann nehme ich eben hier irgendeine Spannung mit, was weiß ich, wie vielen Volt. So, und wenn ich das jetzt aber auch angebe in, je nachdem wie viel Volt ich halt habe, Elektronenvolt, dann bedeutet das nur, dass ich mir sozusagen spare, meine Spannungsangabe noch mit dieser Elementarladung zu multiplizieren. Indem ich nämlich einfach von Elektronenvolt spreche, und wir nehmen mal an, das hier waren vielleicht 200 Volt, und ich sage, die Energie ist 200 Elektronenvolt, dann steckt da eigentlich immer noch drin, dass ich die 200 Volt nicht mit den 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb multipliziert habe. Erst wenn ich das mache und in unserem Fall, wo ist mein Taschenrechner, würde das dann halt ergeben, 200 mal 1,6, ich rechne es jetzt wirklich aus, 1,6 mal 10 hoch minus 19. Erst wenn ich das beides miteinander verrechne, kommt raus 3,2 mal 10 hoch minus 17 und dann verwende ich die eigentliche Einheit von Energie Joule. Aber wenn ich es halt so angebe, dann kann ich hier direkt rauslesen, dass ich diese Elektronen mit einer Spannung von 200 Volt beschleunigt habe. Das heißt, 200 Elektronenvolt oder 3,2 mal 10 hoch minus 17 Joule ist genau dasselbe. Okay, wenn ich jetzt aber weiß, dass meine elektrische Energie 0,7 Elektronenvolt beträgt und ich soll jetzt diese Spannung bestimmen, na, dann kann ich die nämlich hier direkt rauslesen. Die steht nämlich da einfach drin. Diese Gegenspannung, die ich dann angelegt habe, bei der der Photostrom 0 wurde, beträgt eben gerade diese 0,7 Volt. So, und jetzt kann ich nochmal die Geschwindigkeit berechnen. Ich weiß wieder, die elektrische Energie und die kinetische Energie sind gleich groß. Meine elektrische Energie berechne ich mit E mal, oder nee, wir können es einfach so machen. Die elektrische Energie habe ich ja bestimmt. Einhalb, oder die habe ich gegeben. Die kinetische Energie lautet einhalb im V-Quadrat. Dann forme ich das Ganze wieder nach V um. V ist gleich. Dann kann ich sagen, 2 mal die elektrische Energie geteilt durch m unter der Wurzel. So, dann kann ich das Ganze ausrechnen. 2 mal
0,7 Elektronenvolt geteilt durch 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm unter der Wurzel. Und jetzt eben ganz wichtig, wenn ihr, also ihr tippt hier nicht 2 mal 0,7, sondern 2 mal 0,7 mal E. Jetzt kommt noch, also jetzt muss ich dieses E noch separat einrechnen. Mal 1,6 mal 10 hoch minus 19 und teile das Ganze durch 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Und dann nehme ich als letztes noch die Wurzel davon. Und dann lande ich bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 496.000 Meter pro Sekunde. Ja, oder auch ungefähr gerundet 4,9. Nee, eigentlich nicht, ne? Wenn ich das so runde, sind es eigentlich gerundet schon 5 mal 10 hoch 1, 2, 3, 4, 5 Meter pro Sekunde. Gut, soviel zur Aufgabe 2.